Herzlich willkommen in der E-Bike-Erlebniswelt Erhard Mott in Lauda. Mein Name ist Steven Mann und neben mir steht der E-Bike-Pionier und der sehr E-Bike-erfahrene Erhard Mott. Er ist auch mein Chef. Und wir haben uns gedacht, wir haben zurzeit sehr viele Weltkrisen, unter anderem eine Kriegskrise, eine Pandemiekrise und auch eine E-Bike-Krise, wie Sie da draußen bestimmt schon mitbekommen haben. Und deshalb die erste Frage direkt, wie ist denn der Stand der E-Bikes? Wie ist denn die Nachfrage? Also gut, von Krise kann man, glaube ich, jetzt mal von allen Produkten sprechen. Also nicht nur E-Bikes, sondern Waschmaschine und Elektrogeräte aller Art und Autos selbst sind nicht so lieferbar, so denn auch die E-Bikes. Wir nicht bei uns im Haus, Gott sei Dank, weil ich habe die Firma ganz anders aufgestellt, aber andere Kollegen, die haben Lieferzeiten bis 1,5 Jahre sogar für E-Bikes. Ja, also es ist tatsächlich so, die Nachfrage hat nachgelassen. Nach dem Corona-Boom 2 Jahre lang, 20 und 21, ist jetzt natürlich die Nachfrage stark eingebrochen. Aus verschiedenen Gründen. Also einmal die Liefersituation. Viele meinen, sie kriegen nichts und gucken schon gar nicht. Das andere ist, die E-Bikes sind wie viele andere Dinge auch teurer geworden. Und da überlegt sich so mancher, will ich so viel Geld ausgeben? Ja, und natürlich die Leute fahren jetzt wieder in Urlaub. Und der Himmel ist wieder voller Kondensstreifen, weil das Geld wird jetzt noch einmal für andere Dinge ausgegeben. Ja, bevor der lange kalte Winter kommt. Okay, jetzt verbindet man ja die E-Bike-Erlebniswelt in Lauda mit einem sehr nachhaltigen Konzept. Welche Marken sind denn nachhaltig? Also gut, wir haben lediglich eine Handvoll Marken bei uns im Haus. Also erstmal eine Eigenmarke. Unsere Vitali E-Klappräder, also man kann sie unter anderem auch klappen, 20 Zoll E-Bikes. Die sind besonders nachhaltig, für mich die nachhaltigsten E-Bikes überhaupt, die es gibt. Dann die Tauberräder, da haben wir auch noch einen großen Einfluss bei unserem Hersteller. Dann gehört auch noch dazu Riese und Müller und ich sehe auch Easys zum Beispiel genauso als nachhaltige Produkte an. Was bedeutet denn nachhaltig? Also nachhaltig, da gibt es ja verschiedene Auslegungen, was nachhaltig ist. Für mich jetzt alte Schule. Für mich ist nachhaltig Dinge, die lang halten, also lange Lebenszeit bei wenig Folgekosten. Das ist für mich nachhaltig. Einmal was Gutes gekauft, habe ich lang davon und es kostet im Anschluss nicht mehr viel. Aber Nachhaltigkeit bedeutet ja immer, dass es teuer ist. Wer kann sich das eigentlich noch leisten? Nee, eben nicht. Also teuer ist etwas, wenn es zu viel kostet. Unsere nachhaltigen E-Bikes sind eher preiswert. Ist ein schöner Begriff, es ist einen Preiswert. Und das kann sich im Grunde genommen jeder leisten. Also es kommt darauf an, auf was er reagiert. Reagiert er jetzt auf ein Angebot, das aus dem Fernosten kommt? Also das kann ein sogenannter Verbraucher kaum unterscheiden, was nachhaltiges E-Bike ist oder nicht. Wir schon, ich schon. Sondern unsere E-Bikes werden alle in Deutschland produziert, mit all den Vorteilen, die es hier gibt von diesem Standort, inklusive Ersatzteilversorgung und. Also bedeutet nachhaltiges, preiswertes E-Bike kostet das Vitali um die 2.500 Euro. Also das ist jetzt wirklich nicht zu viel. Wir haben im Moment eine Aktion laufen, Tauberrad, Sondermodelle, besonders nachhaltig, 3.700 Euro. Mein Gott, mit Nuvinci-Schaltung oder Enviolo CX-Motor von Bosch, super. Also nachhaltig ist nicht teuer, es ist preiswert. Okay, also könnte ja jeder eigentlich nachhaltig leben mit einem E-Bike. Jetzt ist es aber in Deutschland oft so im Herbst und im Frühling, dass es ja oft regnet. Kann ich dann trotzdem noch einkaufen gehen mit dem E-Bike? Also gut, einkaufen, also eigentlich stelle ich mir das Leben mit dem E-Bike anders vor als nur einkaufen oder zum Beispiel Freizeit, dass man hin und her fährt. Viele haben ja jetzt in der Corona-Zeit ja ein E-Bike gekauft, hier in ihrer Freizeit, Urlaub und so. Ne? Oder Freizeit? Nee, also ich gestalte seit Jahrzehnten, gestalte ich mit Fahrrad und E-Bike mein ganzes Leben, meine Mobilität. Heute sagt man Mobilität. Also zum Beispiel auf die Arbeit fahre ich natürlich hin und her, Einkaufe, Besorgungen, natürlich auch Freizeit, Urlaub, alles. Also das ganze komplette Paket ist E-Bike. Und wie kann ich mich vor Wettereinfluss schützen? Naja, also früher
hat man das so gemacht, da hat man eine Regenjacke, Regenhose. Wenn man in der Recherei kam, im Winter habe ich mich angezogen mit Fellmütze und mit Handschuhe, und zwar mit Fausthandschuhe. Und mit ganz dicken Klamotten, zweilagig, dreilagige Hosen, mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich benutze hier dieses Veltop, hier dieses Teil daneben, das vertreiben wir hier in Deutschland. Damit fahre ich komplett windgeschützt und regengeschützt durch die Kälte und durch den Regen durch. Funktioniert das ganze Jahr, seit 3 Jahren, durch 3 Winter fahre ich jetzt schon. Und ja, es funktioniert, also ich brauche kein Auto. Okay. Ja, Thema Nachhaltigkeit bedeutet, man sollte eigentlich seine Sachen selber reparieren können, ohne dass man immer eine Werkstatt aufsuchen sollte. Aber wer kann schon selbst reparieren? Tja, also es ist ja so, früher hat man alles selbst repariert. Und es gibt sehr gute Heimwerker, die haben zu Hause eine super Werkstatt ausgestattet, die können vieles. Also Baumärkte boomen in Deutschland, also eigentlich kann jeder, der ein bisschen so handwerklich begabt ist und weiß, warum eine Schraube, kann sein E-Bike selbst warten, pflegen und bei Bedarf auch kleine Sachen reparieren. Das kann jeder. Okay. Und wir helfen natürlich auch dazu. Wir haben für unsere Kunden und Kundinnen einen internen Kundenbereich auf unserer Internetseite. Und dort finden Sie alle Bedienungsanleitungen, Video-Anleitungen, man sagt heute Tutorials, gell? Und falls jemand doch direkt Hilfe braucht, dann macht er bei uns per Internet auf der Seite, macht er eine Anfrage, und dann können wir uns per Video bei ihm zu Hause zuschalten und sagen ihm, genau, das ist jetzt zu tun. Und der ganze Service kostet nichts, das kauft man ein einziges Mal, bezahlt man das beim Kauf eines E-Bikes bei uns. Wenn ich jetzt was selbst mache, verfällt dann die Garantie? Ja, also wir sprechen hier von 2 Jahren Gewährleistungszeit. Und irrerweise ist man draußen Land auf Land ab der Meinung, man müsste diese Inspektionen, diese regelmäßige Jahres- und Ding und Erste, müsste man machen lassen bei einem Fachhandel, damit die Gewährleistung nicht verfällt. Nein, das ist nicht der Fall. Also wenn Sie bei uns ein E-Bike kaufen, dann kümmern wir uns darum. Sie brauchen also keine erste Inspektion nach einer gewissen Zeit. Sie brauchen keinen jährlichen Kundendienst. Das genügt, wenn Sie nach einem bestimmten Zeitintervall, also Laufzeitintervall, nach 2000 Kilometern zum Beispiel, das machen lassen. So. Okay, sehr gut. Ja, jetzt eine persönliche Frage an Sie. Machen Sie sich eigentlich Sorgen, wenn Sie die Zukunft sehen, geschäftlich und privat? Also, sagen wir mal so, Sorgen mache ich mir keine, aber Gedanken. Natürlich mache ich mir Gedanken, aber Sorgen nehmen, Sorgen bringen nichts. Also geschäftlich ist es ja so, ich habe mich schon immer aufgestellt eigentlich für diese Krisenzeit durch nachhaltige E-Bikes und Fahrräder früher. Für mich ist es immer so, ich möchte Kunden ansprechen und Kundinnen, die das verstanden haben, dass in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten, wenn das Geld knapp wird, dass man dann nur noch solche Dinge kauft, die lange halten und die gut sind. Dadurch muss man allerdings auch verzichten auf etwas. Also man kann sich nicht alles gönnen, auch nicht den 2- und 3-mal Urlaub im Jahr. Da verzichtet man halt einmal und macht das so im kleinen Stil. Sondern man kauft dann nur noch diese Dinge, und da wird man sehen, man hat, mit dem Lauf der Zeit lebt man relativ günstig, weil es geht nichts mehr kaputt und es kostet nichts mehr. Also das ist jetzt das eine. Aus dem Grund, geschäftlich, würde ich sagen, haben wir uns sehr gut aufgestellt für diese kommende Zeit, auf die wir ja von unseren Politikern jetzt schon eingeschwört werden. Und privat ist es so, privat leben wir schon, meine Frau und ich, und mit den ganzen Kindern und Enkeln, leben wir schon immer recht nachhaltig auch. Also Bio kaufen wir schon immer ein, wenn es nur geht. Das heißt, wir haben uns schon an höhere Preise gewohnt, und Bio steigt gar nicht so an in den Preisen, weil die in Deutschland produziert werden, keine langen Lieferwege. Und die Bios, die brauchen jetzt auch nicht mehr Kunstdünger, weil sie verzichten meistens drauf. Also insofern wird sich da nicht viel ändern bei uns. Dann, ich verzichte auf so Sachen, was sagt man da dazu, so Schokolade und so Süßigkeiten da. Oder wenn ich manchmal so einkaufen gehe, in den Einkaufswege, gucke ich also mal rein, was da so drin ist, Eistee und Wasser. Hallo, wir trinken Leitungswasser, ich habe es ausgerechnet. Wir sparen pro Kopf bei uns 700 Euro im Jahr, nur weil wir Leitungswasser trinken. Also das ist ja mal eine Aussage.
Schokolade brauche ich auch keine. Erstens, das ist ein bisschen, man weiß nicht so richtig. Zum anderen, ich esse lieber mal eine Dattel aus Tunesien oder einen Löffel Honig vom Imko von Eberhahn aus Lauda. Also da wäre mein Süßigkeitsbedarf. Also insofern würde ich sagen, ja, ich habe keine Sorgen. Okay, also wie Sie daheim merken, das Konzept wird privat gelebt und geschäftlich umgesetzt eigentlich, was den Mitarbeitern ja auch Freude macht. Aber eins möchte ich noch, mein Urlaubskonzept. Ich habe natürlich wie viele andere auch unsere Kunden und Kundinnen und überhaupt der Menschheit ein Wohnmobil. So, und ganz ehrlich, da machen wir unseren Urlaub damit. Ich brauche auch Urlaub, Erholung. Also ich spreche ja nicht mehr von Erholung. Das sind meistens 2-3 Übernachtungen, die passieren hier in der Umgebung. Und im ganzen Jahr bringen wir so 3.000 bis 5.000 Kilometer zusammen. Also das ist bezahlbar, denke ich, auch noch in Zukunft. Wir haben natürlich unsere E-Bikes dabei, meistens Vitalis. Erkunde dann die Gegend, kommen zurück und sind erholt. Also darum geht es doch eigentlich. Ne? Gut, also vielen lieben Dank für den Einblick, geschäftlich als auch privat. Ich wünsche Ihnen natürlich nur das Beste. Gesundheit ist gerade das Wichtigste. Und ich würde sagen, wenn Sie daheim Fragen haben sollten und wir öfters so eine kleine Gesprächsrunde oder Frage-Antwort-Runde machen sollen, schreiben Sie gerne die Fragen auf, schreiben Sie unter die Videos die Fragen. Ich stelle sie gerne meinem Chef. Er ist da auch immer sehr, sehr offen und immer transparent und würde sagen, vielleicht sehen wir uns bald hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Oder in einem Video. Genau, bis dann. Also dann tschüss.